wer sie ist, aber meine Freundin wird sie nie. Nicht schon wieder! Gibt es hier noch einen zweiten Aus? Godzilla? Du lebst ja noch! Hast du das im Kasten? Nein, ich spiele gerade mit meiner Modelleisenbahn. Ja! Das ist ja kaum zu glauben. Dieses Ding hat uns tatsächlich das Leben gerettet. Glücklicherweise ist er nicht nachtragend. Also erst überlebt er den Luftangriff und dann schwimmt er 1500 Meilen nur, um unsere Hintern zu retten? Aus Loyalität. Tintenfische dieser Größe waren bisher nicht bekannt. Es gab lediglich Vermutungen. Sie müssen in unbekannten Tiefen leben. Aber was hat sie an die Oberfläche geführt? Ich schätze, dieser jemand ist hundsgemein und niemals fein. Nein, nein, irgendetwas stimmt hier nicht. Diese Tintenfische sind nicht verkohlt wie die anderen. Irgendetwas hat ihnen sämtliche Flüssigkeit entzogen. Meinst du, das hat nicht Godzilla getan? Sie sehen ausgetrocknet aus. Wie der Fisch, den wir im Teer gefunden haben. Durch Strahlung? Diese Tintenfische waren vielleicht nur genauso Beute wie ihr. Sie sind möglicherweise Teil einer riesigen Nahrungskette und stellen noch nicht das Ende der Kette dar. Habe ich das richtig verstanden? Diese Tintenfische nutzen den klebrigen Teer, um ihre Nahrung zu verdauen? Und jetzt saugt irgendetwas anderes sie völlig aus? Neue Theorien, Dr. Titopoulos. Audrey, was suchst du denn hier? Neuigkeiten. Schon vergessen. Lächeln Sie doch mal wie ein Honigkuchenpferd. Verschwinden Sie, es ist zu gefährlich hier. Gefährlicher als eine Taxifahrt durch Godzillas Maul? Hab ich nämlich schon hinter mir. Wir wissen nicht, was für ein Wesen sich von den Tintenfischen ernährt. Was ist das denn? Das vermisste Glied in der Nahrungskette. Sieh an! Das gefundene Glied, Compadre! Und jetzt werden wir eingegliedert! Ob es schon satt ist, was meint ihr? Ich glaube, es hatte nur zu viele Meeresfrüchte. Es folgte den Tintenfischen an die Oberfläche, aber Godzilla hat seine Nahrungsvorräte abgefackelt. Der Haufen da ist nicht mal mehr ein Snack. Wir müssen dieses Ding stoppen, es sei denn, sie wollen es adoptieren. Seien Sie ruhig und fahren Sie los. Steigt ein! Können wir hier nicht ein wenig verweilen an diesem wunderschönen Strand? Komm schon! Glauben Sie, es reagiert auf Feuer? Das werden wir gleich sehen! Vom Tier dieser Tintenfische. Und nun muss es gleichwertigen Ersatz finden. Straßenasphalt? Na los, rein hier!
vorbei! Das nächste Mal nehmen wir deine Kreditkarte. Folge mir! Ich habe schön lecker, lecker heißen Teer für dich! Sie sind ein schönes Paar. Ich meine Team! Team! Ich setze 100 Piepen auf den wandelnden Krabbenkloß. Dass die Meldung wahr ist. Wo kommt das Vieh denn her? Vom selben Ort wie Godzilla. Und wenn Sie mich fragen, können wir in Zukunft noch einiges mehr erwarten. Felsen ausgehöhlt. Der ist jetzt instabil. Monster zum Preis von einem. Dieses Monster hat sich gerade für uns geopfert, Major. Leon, wette nie gegen einen großen Dicken. Ziel erfasst und im Visier. Nur auf meinen Befehl feuern! Nein, das dürfen Sie nicht! Ich habe meine Befehle! Wollen Sie nicht wenigstens eine Mutation auf unserer Seite haben? Machen Sie uns die Sache nicht unnötig schwer. Godzilla eröffnen zu dürfen. Er ist der Einzige, der zwischen uns und jeder anderen Mutation steht, die von wer weiß woher gekrochen kommt. Und glauben Sie mir, Major, es kommen noch viele andere. Godzilla ist tot. Sir? Wiederhole, Godzilla ist tot. Verstanden? Ja, Sir, wir drehen ab. Danke, Major. Hoffentlich bereue ich das später nicht. Mir ist es gelungen, eine weitere Mutation unschädlich zu machen. Menschen kommen nicht zu Schaden. Audrey Timmons, für Sie aus Jamaika. Danke, dass du Godzilla aus dem Spiel gelassen hast. Er hat uns das Leben gerettet. Ich war es ihm schuldig. Und ich habe wieder kein Emmy gekriegt. Nicht, dass es mich stört. Niemals. Und ich bin froh, dass alles vorbei ist. Vorbei? Sei bloß froh, dass wir dem, was uns in der Zukunft erwartet, nicht alleine gegenüberstehen. Yeah.
Thank you.